Hallo liebe Fußballfreunde und liebe Topfamilie da draußen, herzlich willkommen hier zum zweiten Part hier der neuen Karriere mit dem ersten FC Nürnberg. Wir haben einiges zu tun, auf jeden Fall. Wir sind hier im Hauptmenü, wie ihr hört, jetzt auch endlich mit Ton. Ich weiß nicht, woran es eben lag. Kann vielleicht daran gelegen haben, weil ich ja ausprobiert habe, ob das mit meiner Elgato ja funktioniert. Für die, die letzte Folge nicht gesehen haben, wir haben den Trainer erstellt, Daniel Paul, so heiße ich. Ansonsten, da seht ihr es, ich habe sogar eine Brille auf. Das finde ich mega geil, wenn ich ehrlich bin, dass es das endlich gibt. Und wir haben schon einen neuen Coach auch mit eingestellt. Wir werden uns jetzt hier um jetzt in dieser gesamten Folge um Taktiken, um die Trainer, um Vorbereitung, alles treffen. Transferperiode ist ausgestellt. Ansonsten checkt die letzte Folge aus. Da habe ich auch schon einige Fragen so per se beantwortet. So, und wir gehen jetzt mal hier zu den Mails. So, Trikotverkäufe. So, wie Sie bereits wissen, ist das Merchandising eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Die Trikotverkäufe sind einen großen Teil der Einnahmen verantwortlich. Im jüngsten Vorstandsmeeting haben wir uns Trikotverkäufe in Höhe von 6 Millionen zum Ziel gesetzt. Dies sollte beim Verpflichten von Spielern im Transferfenster zwar nicht der ausschlaggebende Aspekt sein, doch bitte berücksichtigen Sie, dass uns beliebte Spieler mit hohem Bekanntheitsgrad bei diesem Ziel ebenso helfen können. Ja gut, also wir können das jetzt nicht in dem Sinne so machen, aber hier können wir mal die Ziele gucken. Kurzfristig verpflichte 4 Spieler in der Jugendakademie für folgende Positionen: Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Verpflichte über 2 Saisons mindestens 2 Spieler aus der Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 30% Einsatzquote. Das finde ich ganz gut, Talente fördern. Erreiche 5 Siege in Auswärtsspielen dieser Saison. Insgesamt, ich denke, das ist machbar. Finanzielle Ziele in einer Saison, 6 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen. Wird schwer. Erhöhe den Wert deines Vereins in 3 Saisons. Das finde ich ist immer ein sehr, sehr tolles Ziel, wenn ich ehrlich bin. Mag ich. Was? Ich soll den Aufstieg schaffen? In der ersten Saison mit Nürnberg schon? Okay. Okay, Runde der letzten 16 erreichen. Okay. Ich weiß nicht so rein. Denk daran, deinen Trainingsplan anzusehen und darauf zu achten, dass sich ihre Profis auf die Bereiche konzentrieren, die ihnen im Spiel zu den besten Leistungen verhelfen. Jugendakademiebericht. Haben wir schon jemand Guten? Entwickle die Spielerentwicklungspläne Verpflichtung. Ja, haben wir schon jemand Guten? Also der hier ist halt 15, 1,86 groß. Hat halt noch ein Potenzial von 94 rein theoretisch. Also den. Oh, da war gerade wieder so ein bisschen hier das Bild. Den können wir freigeben. Den können wir freigeben. Den und auch den. Also der einzig interessante hier ist der Torwart, wenn wir ehrlich sind. Müssen ja nicht immer alles vorlesen. Ja. Wir können ja mal gucken, wie der sich entwickelt. So. Unsere Erwartungen haben wir schon eben gesehen. Erster Scout-Bericht. Wir können ja mal gucken, welche Spieler unser Scout hier hat. Da haben wir so einen ablösefreien Almoez Ali. Ansonsten hier so welche aus der ersten und zweiten und dritten Liga. Also alle aus Deutschland halt eben. Wir müssen erstmal gleich das Team kennenlernen. In dem Sinne. So. Um dann auch zu gucken, wie wir uns da langfristig so verbessern. So, Teamstrategie ist das mit dem erforderliche Qualität aktualisiert. Das ist das mit den Coaches. Okay, da gehen wir gleich drauf. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier unsere Mannschaft an. So. Wir müssen ja nicht immer alles vorlesen. Ich denke, das ist ja natürlich in dem Sinne schon klar. So, also. Usun ist Zehner. Ich dachte, Usun wäre Stürmer. Da ferner Ungbo. Haben wir einen rechten Flügel? Hier haben wir einen linken Flügel mit Okunuki. Brown, Gürlehen, Marquez, Valentini, Kastrop. Der ist doch auch noch jung, 19. Dann Johannes Geis, eine Legende, wenn wir mal ehrlich sind. Also wir haben 18 und
Boah, wir haben, okay, wir haben einen 30-Mann-Kader. Das ist natürlich viel, wenn wir mal ehrlich sind. So, lass mal kurz gucken. Also das Ding ist, wir haben per se erstmal mit Flick einen Sechser und mit Geis einen Sechser. Wir haben ein paar Zehner mit Usun und Kastrop. Wir haben aber auch Daly. Wir haben Duman, 25. Wir haben Schleimer, geiler Name. Wir haben hier auch noch Luna als Sechser. So ist halt, jetzt ist halt eben so die Frage eben, mit welcher Formation spielen wir? So, Aufstellungen. Oh. Alles klar. Weil das Ding ist, also wir haben hier links und rechts den Flügel. So, wir haben auf der rechten Seite eine Alternative mit Goller. So, war gerade wieder so ein bisschen das Bild, aber das geht schon. So, wir haben auf dem linken Flügel keine Alternative zu Ukunuki. Die Frage ist aber auch, und das ist jetzt eben interessant, weil da muss man jetzt dann finde ich genauer gucken, wenn wir in der Teamzentrale sind. Und zwar ist da eben wichtig, drei Spieler sind ausgeliehen, das ist erstmal okay, das ist mir jetzt in dem Sinne erstmal egal. Wichtig ist, wer hat die Position zum Beispiel wichtig? Weil wenn wir jetzt mal hier, wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die Innenverteidigerposition schauen, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben fünf Innenverteidiger und alle haben die Rolle wichtig, bis auf Schindler, der Schlüsselspieler. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Gut, da kümmern wir uns nochmal drum, wenn es dann eben soweit ist. So. So, Hofmann, gut, das ist okay. Der ist Perspektivspieler. Wichtig. Flick auch wichtig. Ja, toll. Lune ist sporadisch als Sechser. Fuchs als Zentraler. Das ist halt so ein zentraler Mittelfeldspieler als sporadisch. Wichtig, 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 wichtig. Der hat Rotation. Der hat Rotation. Das ist schon mal interessant zu wissen, weil wir haben ja nur einen auf dem linken Flügel. Das bedeutet, ich würde jemanden, der ein Zehner ist, wie zum Beispiel Daly, mal gucken, wie lange bräuchte der, um linker Flügel zu werden. 250 Wochen. Ja, danke schön. Würde sich bei ihm nicht anbieten. Also auch wenn ich Usu natürlich lieber als Stürmer oder Zehner sehen will, aber zumindest müssen wir ja gucken und ein bisschen experimentieren. 10 Wochen. Er bräuchte 10 Wochen. Dadurch verbessert sich natürlich Dribbling, Abschluss. Kann man drüber nachdenken? Kann man drüber nachdenken? Kastrop. Was ist mit Kastrop? Weil der ist schon 19. Stärke 67, 29 Wochen. Würde sich nicht anbieten. Was ist mit Lukas Schleimer? Weil das Ding ist, wir brauchen natürlich auf links eine Nummer 1, 24 Wochen. Würde sich auch nicht anbieten. Du Mann. Da müssen wir jetzt hier so ein bisschen halt eben experimentieren. 30 Wochen. Also Usun wäre halt der einzige aktuell, wo es sich anbieten würde. So, wir haben hier Low Camper, da Ferner. Vince haben wir es ausgeliehen. Ariyashi. Verliehen an Nürnberg. Der ist Stürmer. Boah, Stürmer sind halt selten, dass man die auf die Flügel umformatieren kann. Ja, 78 Wochen. Das ist so das Ding. Die Schalke ist ausgeliehen an Dortmund 2. Ah ja, genau. Da war ja was. Der ist da auch verliehen. Da Ferner und Low Camper. Ich glaube zwar nicht, dass einer von den linker Flügel spielen kann, aber wir gucken einfach mal eben kurz. 356 Wochen. Ja gut, das kannst du total vergessen. Wochen. 356 Wochen. Überleg mal, wie viele Jahre das sind. Low Camper. Zumindest wurde mir hier gerade angezeigt, dass er irgendwie auch links und rechts spielen kann. 56 Wochen, aber ja, genau, braucht mehr als ein Jahr. Gut, also ich sag mal so, da würde es sich doch lohnen, wenn wir sagen würden,
Usun wird dann auf dem linken Flügel Stammspieler und wir haben einen Ukunuki, beide ja 63, aber der ist dann etwas älter, den man einwechseln kann, der auch noch Vertrag hat bis 5 Jahre. Oh, Freigabesumme, da müssen wir auch mal bei ein paar Spielern gucken, weil ich möchte nicht, dass welche mit Freigabesumme gehen. Aber trotzdem möchte ich hier, das kann ich ganz kurz sagen, ich möchte die Karriere trotzdem realistisch halten. Also das kann ich hier ganz klar sagen. Gut, also Chan Usun. Wir können ja nochmal kurz gucken, also passt auf. Fürs rechte Mittelfeld braucht er 99 Wochen. Zentral 395, so. LM auch 99, so. MS 2 Wochen. Rechter Flügel 10 Wochen. Stürmer 13 und hier 10 Wochen. Gut. Du wirst der neue linke Flügel. Okay. Das heißt, wir haben schon mal einen Plan für den linken Flügel. Das bedeutet, wir werden aber auf jeden Fall mit Flügeln spielen. So. Rechten Flügel haben wir auch zwei. Wir haben zwei, drei Stürmer. Das ist ja so. Der ist ja verliehen von, was ist das immer? Sandruiden, glaube ich, ist das Logo, oder? Ich glaube, Sandruiden. So. Nie Schalke, mal gucken, wie der sich entwickelt. Auch Windsheimer ist ja verliehen, das ist vollkommen in Ordnung. Also da möchte ich auch nichts verändern. So. Also die Frage ist jetzt aber, mit welcher Formation spielen wir eben? Also wir haben zwei rechte Flügel. So. Jetzt bald haben wir auch zwei linke Flügel. So. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen im Mittelfeld gucken. Also wir haben einen Kastrop, wir haben einen Schleimer und einen Dumann und einen Deli. Das sind alles Zehner. Wir haben drei Sechser. Und mit Fuchs ein für die 8. So, Daily. Bei Daily wäre jetzt natürlich interessant zu gucken, für welche Position kann man den gut und auch schnell umwandeln? Für keine. Ich sag mal, dann muss ich ja schon fast die 10er-Position mit anbieten. So, du Mann. Weil ich bin mir so bei der Formation so ein bisschen, ja, noch nicht ganz sicher. Ich habe da schon eine Idee. ZM 26 Wochen. Okay, ja. Schleimer. Wäre eine sehr interessante Formation, die ich im Kopf habe, aber zumindest von den Positionen geht das dann auch eben nicht anders. Schleimer leider auch nicht so das, was ich wollte. Astrop gucken wir auch noch mal kurz, aber ach so, RM, ja. ZM 44 MS RF. Okay. Jetzt mal kurz die Frage. Wir gucken mal kurz, was bei Geis und Flick. Weil das ist jetzt auch noch mal kurz interessant. Ja. Müssen wir schon fast machen. Müssen wir eigentlich schon fast machen. Müssten. Also ich. Weil das Ding ist, ich habe gerade so eine Formation im Kopf, was ist, wenn wir mit einem Sechser spielen und zwei Zehnern? Und dann haben wir vorne linker Flügel, rechter Flügel und Stürmer. Ist halt in dem Sinne natürlich sehr offensiv lastig. 40 Wochen braucht der. Flick braucht 40 Wochen. Will schnell auf die 70 hochgehen, Spezialbewegung geht hoch. 40 Wochen ist natürlich fast ein Jahr. Das ist so eben das Ding mit dabei. Gehen wir jetzt so ein Risiko ein und machen was mit einer 8 oder bleiben wir bei der 6? Una einfach nochmal so dahinter. Okay, passt auf. Wir gucken mal, ob wir die, ob wir so eine Aufstellung haben können. Pass auf. 4-3-3 halten. Nehmen wir jetzt mal. So, dann 1, 2, 3, linker Offensiver, 1, 2, 3,
Das ist der rechte Offensive. Dann würde ich so spielen. Das wäre dann die Formation, mit der wir in die Saison gehen. Das wäre jetzt zumindest so meine Idee. Das heißt, wir gehen mit 4-3-3 Alten und dann aber mit 2 Zehnern. So. Können wir ja auch schon mal kurz machen. 4-3-3 halten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Dann ist das hier schon mal bestätigt. Dann machen wir es auch schon mal hier. Ja, auch 4-3-3 halten, oder? Genau. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, wenn wir diese Formation haben, jetzt wird es interessant bei sehr defensiv und sehr offensiv, weil dadurch schalte ich natürlich gern mal, wenn wir eben die Spiele simulieren, um zu gucken, eben, dass die halt auch eben dann verteidigen oder eben angreifen. So, 5, 4, 1, so, 5, 4, 1 flach. Das heißt, der Sechser würde in die Innenverteidigung gehen. In dem Fall. 5, 2, 2, 1 macht keinen Sinn. Das hier würde halt auch keinen Sinn machen. 5, 3, 2, 5, 2, 3. Jetzt nicht ein großer Unterschied dazu. Der Unterschied halt eben hierzu ist eben, wenn wir das jetzt mal eben hier kurz auswählen, das jetzt noch mal kurz bearbeiten. 2, 3. 2, 3. Dass wir die wieder als Zehner und dann hier mal kurz gucken. So. Das dann immer gerne so in dem Sinne gleich ein. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 5, genau, 5 war das immer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das heißt, dann haben wir auch schon mal die 1, 2, 3, 4, 5. Den ziehen wir aber zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Wir auch zurück. Dann können wir schon mal das hier bestätigen. Und dann gehen wir zu sehr offensiv und gucken mal mit drei Innenverteidigern, was wir hier so zu bieten haben von den Formationen. So. Ja, das Ding ist, wenn wir die auswählen, rein theoretisch, also drei Innenverteidiger, ja, jetzt überlege ich mal kurz. Also wir brauchen linken und rechten Flügel, ja, aber wir brauchen eigentlich etwas mit zwei Zehnern. Da würde sich ja die hier anbieten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann machen wir es so, dann. Mit denen bis ganz nach vorne. Doch. So. Der ist auf der 6. Okay, das passt dann ja. Und die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, und dann haben wir zumindest jetzt
schon mal die Formationen für die ganzen Taktiken. Taktiken werden wir auch nochmal ganz speziell hier. So, Kick and Rush. Da werden wir auch nochmal gucken, ob wir da nicht... Hier, warte mal. Ah, naja, ich wollte schon gerade sagen, das heißt, das kann ich hier alles nicht verändern, weil das natürlich hier oben mit dem Taktikkonzept ist. Wäre das alles... Was... Hier bei Standard. Ah, das heißt, wir sehen immer, was wir verändern können und was wir nicht verändern können. Bei hier Kick and Rush kann ich zumindest hier das hier auch nochmal ein bisschen verändern. Direkte Pässe, langer Ball. Das ist eben so die Frage, weil langer Ball, ob das so jetzt zur Taktik insgesamt passt, ist eben so die Frage. Gut, aber dann haben wir zumindest schon mal, wir haben jetzt schon mal, sag ich mal, so grob da jetzt schon so unsere Sachen gemacht. Ich würde sagen, weil ich hier gerade auf die Zeit sehe, meine Lieben, ich würde das jetzt einfach mal, ich würde jetzt mal einfach einen Vorschlag machen. Wir sehen uns nächste Folge natürlich wieder. Ach, hier haben sich schon wieder Spieler verschoben. Wundert mich nicht. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich habe dann alle Taktiken erstellt und zeige euch sie. Und was ich dann auch gemacht habe, oder das machen wir dann gemeinsam, wir werden uns dann hier mal um die Verträge kümmern. Klaus hat hier eine Freigabesumme. Gut, bei dem wird mir das jetzt so ein bisschen egal, aber ich sag mal, so ein paar Spieler, wie zum Beispiel hier Handwerker, so, den würde ich natürlich gerne halten. Da möchte ich jetzt keine Freigabesumme. Oder bei Hübner, da läuft doch der Vertrag aus. Na, ist halt eben so die Frage, weil Schindler 33, 32, wir haben sehr viele alte Innenverteidiger. Also Güleyen ist halt hier wirklich der Jüngste. Den will ich aber erstmal als Rotation lassen, weil wir hier erfahren haben mit Schindler und Marquez. Demzufolge würde ich bei Hübner sagen, zum Beispiel, wenn jemand diese so bezahlt, dann ist das vollkommen okay. Bei Diamera, ja, da würde ich zum Beispiel eher drüber nachdenken. Valentini kann jemand gerne machen. Also das können wir gerne nochmal in der nächsten Folge dann gucken. Dass hier auch einfach eine Freigabesumme ist von 1,15. Bei jemandem mit Stärke 58 finde ich auch irgendwie sehr kurios. Aber da gucken wir, weil so ein paar würde ich hier zum Beispiel eben noch so halten. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann habe ich so ein paar Sachen schon gemacht. Und deswegen, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu FC24. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.